Herr Präsident, meine Damen und Herren! Mit der Bundesratsdrucksache 460/03 liegt seit nunmehr mehr als 7 Jahren eine Initiative des Bundesrates auf Eis, zu prüfen, ob der 5. August zu einem bundesweiten Gedenktag für die Opfer der Vertreibung erhoben werden kann. Im Dezember 2010 brachten Abgeordnete der CDU und FDP im Deutschen Bundestag endlich einen Antrag mit der Nummer 17/4193 ein, diese Bundesratsinitiative wenigstens zu prüfen. Zu prüfen, wohlgemerkt. Vom Beschließen ist auch nach 7 Jahren noch immer nicht die Rede. Die Opposition von SPD, Grüne und Linkspartei reagierte mit den bekannten Reflexen und lehnte das ganze Ansinnen empört ab. Soweit die unmittelbare Vorgeschichte zu unserem heutigen Antrag. Die Ihnen vorliegende Antragsbegründung beginnt mit folgendem Abschnitt, Zitat: Das millionenfache Leid der Vertreibung wird auch über 65 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges nur unzureichend in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Über 15 Millionen Deutsche wurden aus ihrer angestammten Heimat vertrieben, über 3 Millionen Deutsche kamen dabei zu Tode. Diesem millionenfachen Unrecht gilt es, mit einem besonderen Tag zu gedenken. Zitat Ende. Ich rufe Ihnen diese Sätze nochmals in Erinnerung, weil sich viele von Ihnen von eben diesem Unrecht an den Heimatvertrieben bereits geistig verabschiedet haben. Zur regelmäßigen Verharmlosung dieses Verbrechens dient bestimmten Leuten wohlweise der Holocaust, die deutsche Kriegsschuld, der Überfall auf Polen oder auf die friedliebende Sowjetunion oder am besten gleich alles zusammen. Dabei hat der Bundesrat in seinem Beschluss vom 11. Juli 2003 in seiner Entschließung unmissverständlich festgestellt, Zitat, die Tragödie von Deportation, Flucht und Vertreibung von rund 15 Millionen Deutschen aus ihrer Heimat in der Folge des Zweiten Weltkrieges zählt zu den folgenschwersten Einschnitten in der Geschichte unseres Volkes überhaupt. 2 Sätze weiter heißt es, Unrecht und Tragödie dieses Ausmaßes werden auch dadurch nicht geringer, dass vorher schweres Unrecht von deutscher Seite geschehen ist. Jedes Unrecht ist für sich alleine zu bewerten. Zitat Ende. Abschließend fordert der Bundesrat die Bundesregierung auf, den 5. August zum Nationalen Gedenktag für die Opfer von Vertreibung zu bestimmen. Soweit also die Entschließung des Bundesrates zum Thema. Meine Damen und Herren, Sie haben mit dem 27. Januar einen Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus eingeführt. Sie haben den 8. Mai in einen Tag der Befreiung umgemünzt. Sie haben es aber bis heute nicht geschafft, Herr Holter, bis heute nicht geschafft, einen besonderen Gedenktag für das Leiden der Deutschen zu schaffen. Weder für die zivilen Opfer alliierter Bombenabwürfe und eben auch nicht für die Millionen deutschen Opfer von Flucht und Vertreibung. Und man fragt sich, warum? Warum machen Sie bei den Opfern des Zweiten Weltkrieges und seiner unmittelbaren Folgen eigentlich Unterschiede? Warum will zumindest ein Großteil von Ihnen immer die eindeutige Verteilung einer Opferrolle und einer Täterrolle? Warum fällt Ihnen würdiges Gedenken an die Opfer des eigenen Volkes eigentlich immer so schwer? Und wenn es deutsche Opfer gab, dann müssen Sie deren Zahl möglichst klein rechnen, Herr Ringguth. Jüngstes Beispiel ist hier der Untergang Dresdens. Eine extra zusammengestellte Historikerkommission legte die Opferzahl infolge der alliierten Bombenabwürfe bei der Totalzerstörung der Stadt nunmehr auf 25.000 fest. Kein Mensch, der sich mit dem Thema Dresden auseinandergesetzt hat und sie zum Beispiel mit dem Feuersturm in Dresden ins Verhältnis gesetzt hat, glaubt an eine solche Opferzahl. Die wenigen noch lebenden Menschen der Erlebnisgeneration zeigten sich über diese amtliche Geschichtsklitterung entsetzt. Die einzig mögliche Erklärung für ein solches Verhalten ist der Verdacht, dass sie ein gestörtes Verhältnis zum eigenen Volk haben. Aber selbst wenn dies eine schlüssige Erklärung für ihr Verhalten sein könnte, haben wir Ihnen das etwas leichter gemacht. Denn sowohl die Entschließung des Bundesrates als auch unser Antrag spricht für einen nationalen Gedenktag für die Opfer von Vertreibung.
Und im Mittelpunkt eines solchen Gedenkens kann nur das erlittene Unrecht am deutschen Volk stehen. Alles andere wäre auch unnatürlich. Gleichwohl dient der Gedenktag auch dazu, dem Schicksal von anderen Vertriebenen zu gedenken, zum Beispiel den Palästinensern. Warum also ein normaler Mensch Einwände gegen einen Gedenktag an Flucht und Vertreibung haben soll, erschließt sich mir daher nicht. Wer die Vertreibung von 15 Millionen Deutschen, den Tod von 3 Millionen deutschen Flüchtlingen verursacht, von den Schlechtern der Roten Armee als Völkerwanderung darstellt, hat jeden Anspruch auf Moral, Gerechtigkeit und Glaubwürdigkeit verspielt. Mit Beginn der Winteroffensive der Roten Armee am 13. Januar 1945 nahm ein barbarischer Akt seinen Lauf, der durch nichts und niemand gerechtfertigt werden kann, Frau Müller. In seinem Buch Flucht aus Europa 1945 mit dem Untertitel Die Menschenjagd der Roten Armee beschreibt der Autor Hein Schön eindringlich und ungeschminkt die Flucht und Vertreibung der Deutschen. In seinem Vorwort schreibt Hein Schön, Zitat, was Soldaten der Roten Armee in dieser alten deutschen Provinz an Mord, Totschlag, Vergewaltigung, Folterung an der Zivilbevölkerung, an Wehr- und schutzlosen Frauen, Kindern, alten, kranken und gebrechlichen Menschen, an Raub, Plünderung und Brandschatzung verübten, übersteigt die Grenze des menschlichen Vorstellungsvermögens. Zitat Ende. Der US-Diplomat George F. Kennan beurteilte die Geschehnisse wie folgt. Zitat, die Russen jagten die einheimische Bevölkerung vom Erdboden in einer Art, die seit den Tagen der asiatischen Horden kein Beispiel hat. Die Katastrophe über dieses Gebiet mit dem Einzug der sowjetischen Truppen hereinbrach, hat in der modernen europäischen Geschichte keine Parallele. Zitat Ende. Die nähere Darstellung von Einzelschicksalen kann ich mir an dieser Stelle hoffentlich ersparen, weil ich mir nicht vorstellen mag, dass die hier aufgezeigte Brutalität von irgendjemandem in Abrede gestellt werden kann. Gleichwohl gibt es gerade heute die kleinen Redner und Verharmloser. Je größer der zeitliche Abstand zu den Ereignissen wird, je umfangreicher die Erlebnisgeneration abtritt, desto unwidersprochener können linke Nestbeschmutzer und Polithistoriker an der Umdeutung gerade der deutschen Geschichte arbeiten. Und man war in den nunmehr vergangenen 65 Jahren ja schon recht fleißig. Aber auch hier gilt, Verbrechen an Deutschen werden auch durch bewusstes Verschweigen oder Angeordnetes vergessen sollen, nicht ungeschehen gemacht. Auch um den skrupellosen Treiben der Geschichtsklitterung Einhalt zu gebieten, wäre die Schaffung eines Gedenktages, wie wir ihn fordern, dringend geboten. Die Einführung eines nationalen Gedenktages für die Opfer der Vertreibung sollte daher von Ihnen breiteste Unterstützung erhalten. Hierzu besteht heute für Sie Gelegenheit. Im Ältestenrat ist eine Aussprache mit einer Dauer von bis zu 90 Minuten vereinbart worden. Ich sehe und höre keinen Widerspruch, dann ist das so beschlossen. Ich eröffne die Aussprache. Als Erster hat das Wort für die Fraktion der CDU der Abgeordnete Herr Ringuth. Bitte schön, Herr Abgeordneter. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, im Namen der 4 demokratischen Fraktionen dieses Hauses spreche ich heute zu dem von der NPD-Fraktion vorgelegten Antrag mit der Überschrift, und ich zitiere jetzt sehr sorgfältig, nationaler Gedenktag für die Opfer der Vertreibung einfordern. Und bereits jetzt kündige ich an, dass die Abgeordneten meiner Fraktion sowie die Abgeordneten der Fraktion der SPD, die Abgeordneten der Fraktion Die Linke und der Fraktion der FDP diesen Antrag ablehnen werden. Weshalb dies geschehen wird, möchte ich im Namen der Kolleginnen und Kollegen begründen. Meine Damen und Herren, ich habe gerade bewusst betont, dass ich die Überschrift des Antrages sehr sorgfältig zitieren würde, weil ich vermeiden möchte, am Ende für den Grammatikfehler derjenigen in Haftung genommen zu werden, die sich über die Umbenennung der eigenen Partei in
NPD-Die Volksunion offenbar dermaßen ärgern, dass sie keine Gelegenheit, aber wirklich keine Gelegenheit auslassen, sich selbst immer wieder zu versichern, Nationalisten oder aber eben besonders national gesinnt zu sein. Offenbar passiert dies mit ordentlich Wut im Bauch. Und manchmal auch mit Schaum vor dem Mund. Weil Sie, meine Herren am Fenster, sich so sehr darüber ärgern, dass Ihnen erst kürzlich eine Mehrheit in der eigenen Partei den Namenszusatz die Nationalen ja genommen hat. Und deshalb passieren Ihnen so peinliche Fehler wie der soeben beschriebene. Nun, ein... Da müssen Sie mal genau selber gucken. Deshalb ist dieser kleine Fehler, dieser vermeintlich kleine Fehler, mag der eine oder andere denken, aber er wirft ein bezeichnendes Licht auf die NPD-Fraktion dieses Hauses. Denn wieder einmal versuchen die in diesem Haus vertretenen Rechtsextremisten, die sich in Reden als ein Schelm, wer Böses dabei denkt, national und sozialistisch bezeichnen, mit einem Antrag zwei Dinge zu erreichen. Und zwar einerseits soll, und ich betone, muss diese Partei offensichtlich angesichts des bevorstehenden Landtagswahlkampfs den Mitgliedern der sogenannten Kameradschaften gewissermaßen die Köpfchen streicheln. Die harten Jungs fürs Grobe brauchen nämlich ab und zu schlicht diese Form von Zuneigung. Und deshalb sollen sie spüren, die Herren von den Kameradschaften, dass die NPD nach wie vor Sachwalter der sogenannten nationalen Sache ist. Denn die erwähnte Umbenennung der Partei macht den Strategen der NPD auch hier in Mecklenburg-Vorpommern richtig Sorge. Nämlich, es geht die Angst um, dass die frei organisierten Neonazis der Partei die Unterstützung im Wahlkampf nämlich versagen könnten. Und eine Unterstützung auf die finanziell ausgelaugte Partei nach der Materialschlacht, die es ja ohne Zweifel gegeben hat in Sachsen-Anhalt, auf diese Unterstützung sind sie angewiesen. Ich lasse mir ausreichend Zeit, um zum Thema zu reden. Warten Sie ruhig ab. Wer kann also schon wissen, ob zum Beispiel der Kamerad Pasteurs sich erneut erweichen lässt und der Partei auch für den hiesigen Wahlkampf genügend Kredit gewährt? Und deshalb erleben wir im Grunde von Anbeginn, und zwar seit dem Einzug der NPD in diesen Landtag im Herbst 2006, immer wieder Anträge dieser Art. Die Fraktion stellt Anträge und beteiligt sich an Debatten mit Redebeiträgen, die letztlich immer ein und dasselbe wollen. Nämlich die Geschichte insgesamt und hier aber ganz insbesondere natürlich die Geschichte des Zweiten Weltkriegs und die damit verbundene Kriegsschuld einfach umdeuten, ja? Wie Sie sagen, korrigieren sollen. Historische Wahrheit soll verdreht werden und zwar zur Freude des rechtsextremistischen Anhangs. Dass dabei immer wieder ernstzunehmende Anliegen verschiedener gesellschaftlicher Gruppen und vor allem während des Kriegs erlittenes Leid, und das ist das Perverse, für die eigenen Zwecke auf so billige und effekthascherische Art und Weise ausgeschlachtet werden, das belegt mal wieder der Antrag von heute in sehr klarer Art und Weise. Und darauf werde ich gleich auch noch einmal sehr genau eingehen. Aufmerksam machen möchte ich jedoch zunächst darauf, dass die NPD-Fraktion mit Anträgen wie dem heutigen etwas sehr Schlimmes versucht, nämlich den Menschen im Land den Eindruck zu erwecken, dass die Vertreter der demokratischen Parteien seien bezogen auf bestimmte Themen, entweder bewusst oder unbewusst untätig. Das haben Sie, Herr Müller, eben gerade wieder gemacht. Oder vielleicht sogar uninteressiert. Und dann werden eben absichtlich, wie immer, Halbwahrheiten verbreitet, Informationen weggelassen, um das Bild der untätigen anderen Parteien zu zeichnen und sich selbst eben dann als Retter der Benachteiligten, der Entrechteten und Vergessenen darstellen zu können. Auf diese Art und Weise, wieder und wieder, versucht die NPD, ihren zutiefst demokratiefeindlichen Kern nämlich eigentlich zuzudecken. Das ist das Thema. Um für breitere Bevölkerungsgruppen so als vermeintlich normale und damit ja auch wählbare Partei dazustehen.
Populistisch werden dann Themen aufgegriffen und über Anträge in diesem Hohen Haus zum Thema gemacht, die eine vermeintliche Kümmerkompetenz, das ist ja Ihr Thema, Ihre Kümmerkompetenz, der Rechtsextremisten und Demokratiefeinde sozusagen vortäuschen sollen. Mal geht es um Ostseefischer, beim nächsten Mal geht es um Hartz-IV-Empfänger oder es sollen, so wie heute, die Interessen der deutschen Heimatvertriebenen ausgerechnet vor den Karren der NPD gespannt werden. Und dass Sie das tun, dass Sie das tun und die Heimatvertriebenen durch diese versuchte Vereinnahmung im wahren Wortsinne zu besudeln, das nehme ich Ihnen auch ganz persönlich übel. Und ich sage Ihnen auch warum. Ich bin das Kind von Flüchtlingen, von Vertriebenen. Und mein Vater ist mit seiner gesamten Gymnasialklasse als knapp 16-Jähriger aus Königsberg, wo er damals lebte, nach Leuna-Merseburg gegangen. Und er erzählte mir dann, das erste Mal ist er wirklich sehr nachdenklich geworden, als mit einem Angriff auf diese Stellung die Hälfte seiner Klasse, alles Jungs, und der Lehrer tot waren. Er hat seine Heimat, er hat seine Heimatstadt Königsberg nie wieder gesehen. Und meine Mutter, die hat bis zum 10. Lebensjahr im damaligen Hinterpommern gelebt. Es war ganz offensichtlich, was sie bei Flucht und Vertreibung an Schlimmen erlebt hat. Das hat sie zeitlang so sehr traumatisiert, dass sie ganz lange darüber auch zu uns als Kindern überhaupt nicht sprechen konnte. Das tat sie erst kurz vor ihrem Tode. Und auch wenn meine Eltern nicht mehr leben, sie hätten mir jetzt gesagt, sag diesen Herrn, sag diesen unsäglichen Herrn, dass alles Leid, dass sie damals als junge Leute erleben musste, eine Ursache hatten und dass die Ewiggestrigen diese Ursache immer wieder verneinen, das hätten meine Eltern gesagt, ist ekelhaft, meine Herren. Und auch ich sage Ihnen, dass nun ausgerechnet die NPD, eine Partei, die die Zeit des Nationalsozialismus nach wie vor glorifiziert und die für immer damit verbundenen Verbrechen immer wieder zu relativieren versucht, sich zum Anwalt nun ausgerechnet der deutschen Heimatvertriebenen aufzuschwingen versucht. Das ist unglaublich. Im Namen aller demokratischen Mitglieder dieses Hauses nenne ich Ihr Verhalten, meine Herren von der NPD, einfach nur schäbig. Und deutlich sage ich an dieser Stelle, dass ich in dieser Frage die Vizepräsidentin des Landtages Mecklenburg-Vorpommern und Landesvorsitzende des hiesigen Landesverbandes des Bundes der Vertriebenen, nämlich dich, Frau Renate Holznagel, an meiner Seite weiß. Meine Damen und Herren, wieder einmal ist das Vorgehen der NPD-Fraktion allzu durchsichtig. Der Antrag zielt auf Effekthascherei und er offenbart eine beinahe schon erschreckende Unkenntnis, weil die NPD tut so, als ob sich seit Jahren niemand für einen Gedenktag für die Opfer von Vertreibung interessiere. Das haben Herr Müller, Sie eben gerade wieder gesagt. Und meine Herren am Fenster, Sie sind wieder mal nicht auf der Höhe der Zeit. Das Gegenteil dessen, was Sie die Menschen glauben machen wollen, ist nämlich richtig. Der Deutsche Bundestag hat zu der Frage zuletzt am 10. Februar 2011, also ganz aktuell, diskutiert und im Ergebnis die Bundesregierung aufgefordert zu prüfen, wie dem Anliegen der Initiative des Bundesrates Rechnung getragen werden kann, den 5. August zum bundesweiten Gedenktag für die Opfer von Vertreibung zu erheben. Also ganz aktuell. Dieser Mehrheitsbeschluss kam nach einer Debatte zustande, in der im Detail natürlich sehr unterschiedliche Ansichten der im Bundestag vertretenen Parteien zum Thema deutlich wurden. Und ich sage das selbstbewusst. Und zwar in dem Sinne, dass zum Wesen der Demokratie eben Vielfalt von Meinungen gehört. Wahr ist, dass der Antrag der Koalition mit den Stimmen von CDU, CSU und FDP verabschiedet wurde. Wahr ist auch, dass es einen Änderungsantrag von Bündnis 90 Die Grünen gab, der dann keine Mehrheit fand. Und wahr ist ebenfalls, dass auch SPD und Die Linke nicht mit Kritik an dem vorgelegten Antrag und der am 5. August 1950 in Stuttgart verabschiedeten Charta der deutschen Heimatvertriebenen gespart haben. Aber, und dies ist wichtig,
hervorzuheben, nämlich ausnahmslos alle Fraktionen waren sich an zwei aus meiner Sicht ganz entscheidenden Punkten einig. Nämlich erstens, dass Gedenken an die Opfer von Vertreibung allein im Geist der Versöhnung möglich ist. Und das ist der große Unterschied zu Ihnen. Und dass niemals die Ursache des Leidens der deutschen Heimatvertriebenen vergessen werden darf. Erlauben Sie mir, an dieser Stelle die Bundeskanzlerin Angela Merkel zu zitieren, die bereits am 18.09.2006 bei der Veranstaltung der CDU-CSU-Bundestagsfraktion unter der Überschrift 60 Jahre Vertreibung, 60 Jahre Wege zur Versöhnung treffend Folgendes bezogen auf die deutschen Heimatvertriebenen formuliert hat. Das Schicksal dieser Menschen und des Schicksals dieser Menschen zu gedenken, ist ein wichtiger Teil unserer deutschen Identität. Gelingen, und zwar im Geiste der im Titel der Veranstaltung genannten Versöhnung, kann ein solches Gedenken aber nur, wenn wir die Ursache dieses Leides niemals aus den Augen verlieren. Ohne den Nationalsozialismus mit seinen unermesslichen Verbrechen, Kriegsleiden und Zerstörungen hätte es die Vertreibung der Deutschen nach 1945 nie gegeben. Und aus diesen singulären Verbrechen erwächst eine immerwährende Verantwortung für uns Deutsche. Im Bewusstsein dieser Verantwortung hat jede Bundesregierung nach 1945 Politik für Deutschland gestaltet. Und aus diesem Bewusstsein entsteht genau der Geist der Versöhnung, ohne den ein angemessenes, ein würdiges Gedenken auch des erlittenen Leids von Flucht und Vertreibung eben nicht möglich ist und ohne den vor allem eine gemeinsame Zukunft in einem friedlichen Europa gar nicht möglich wäre. Meine Damen und Herren, Frau Bundeskanzlerin Merkel hat damals auf den Punkt gebracht, was heute für die demokratischen Fraktionen auch dieses Hauses und trotz aller Unterschiedlichkeit, was uns eben eint. Als Einwohner eines Bundeslandes, in dem nach dem Zweiten Weltkrieg Hunderttausende Vertriebene eine neue Heimat gefunden haben, sage ich stellvertretend für meine Kolleginnen und Kollegen ganz deutlich: Wir in Mecklenburg-Vorpommern, wir wissen nur zu gut um das Leid der deutschen Heimatvertriebenen, aber wir wissen eben auch um dessen Ursache. Zu verschiedenen Gelegenheiten haben dies Abgeordnete der demokratischen Fraktion des Landtages hier an dieser Stelle immer wieder deutlich gemacht. Erwähnen möchte ich an dieser Stelle beispielhaft meinen Kollegen, den Fraktionsvorsitzenden der SPD, Herrn Dr. Niseri, der in einer, wie ich fand, eindrucksvollen Rede vor etwas mehr als einem Jahr den entscheidenden Unterschied, nämlich zwischen den Abgeordneten der NPD und uns, den Abgeordneten der demokratischen Fraktion, herausgearbeitet hat. Die Trauer um die Opfer der unter Nazi-Herrschaft in Europa getöteten, verletzten, vertriebenen und traumatisierten Menschen sei nicht teilbar. Das hat Dr. Niseri damals gesagt. Und die NPD versuche hingegen, zwischen den Opfern zu differenzieren und die Gräueltaten des Nationalsozialismus zu verharmlosen. Und er schloss damals mit den Worten, und ich zitiere: Und das, da können Sie sicher sein, das lassen wir Ihnen niemals durchgehen. Nein, meine Damen und Herren von der NPD, wir lassen Ihnen weder die Verharmlosung der Gräueltaten des Nationalsozialismus, und in der Tat, das werden wir Ihnen nicht durchgehen lassen. Wir werden Ihnen auch nicht durchgehen lassen, dass Sie den Menschen im Land Hetze, Gewalt und auch gespenstische Märsche als aufrichtiges Gedenken verkaufen wollen. Und ja, Ihre Märsche an Ihren Heldentagen. Und dass Sie aufbauend auf Geschichtsverfälschung unserem Land Mecklenburg Schaden zufügen, Land Mecklenburg-Vorpommern Schaden zufügen, auch das, meine Herren, werden wir Ihnen nicht durchgehen lassen. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich das noch mal an einem Beispiel erläutern. Wir alle erinnern uns doch noch gut daran, dass der NPD-Abgeordnete Tino Müller im November 2006 eine kleine Anfrage eingereicht hat, in der ein Teil des Staatsgebietes der Republik Polen, als ich zitiere aus eben dieser kleinen Anfrage, von Polen verwalteten Teil von Pommern bezeichnet hat. Die Landtagspräsidentin hatte daraufhin die betreffende Frage für unzulässig erklärt, und dies geschah unter Hinweis darauf, dass diese Frage geltendem Völkerrecht widersprechen würde und im Übrigen geeignet sei, das friedliche Zusammenleben des polnischen und des deutschen Volkes zu stören. Um es ganz deutlich zu sagen,
Tino Müller aus dem Öckerrando-Kreis hatte auf 3 Zeilen, und zwar so ganz nebenbei, hat er die deutsch-polnische Grenze und damit das geltende Völkerrecht einfach für nichtig erklärt. Sicher, dies geschah auf dem Papier und wurde zu Recht von der Landtagspräsidentin damals sanktioniert. Das Vorgehen aber, Herr Müller, Ihr Vorgehen, macht aber klar, wessen Geisteskind Sie sind. Und wenn man Sie denn ließe, Herr Müller, wenn man Sie denn ließe, und wenn man Sie denn ließe, Herr Müller, was Sie denn wohl auf den Weg bringen wollen? Herr Müller und die NPD wollen nämlich eines, ganz schlicht, nämlich die Verschiebung einer Staatsgrenze. Und Sie akzeptieren, etwas anderes kann man dem nicht entnehmen, Sie akzeptieren geltendes Völkerrecht eben nicht. Und Sie sind nicht bereit, die Geschichte und damit auch das Ergebnis des furchtbaren und von Deutschland angezettelten Zweiten Weltkriegs überhaupt jemals anzuerkennen. Das hat jede Ihrer Reden hier klargemacht zu diesen Themen. Und die Menschen im Land, meine Damen und Herren, die sollen aber davon erfahren, wohin solche Äußerungen der NPD am Ende führen, so sie konsequent wirklich zu Ende gedacht werden. Denn die NPD selbst sagt das freiwillig natürlich nie, weil sie weiß, dass sie dies, wenn Sie es so sagen würden, genau einen Misskredit bei den Menschen bringen würden, deren Stimme Sie aber morgen bei irgendeiner Wahl haben wollen. Und Herr Müller, ich frage Sie deshalb mal von diesem Platz, und ich frage Sie ganz deutlich, wie, und ich wiederhole es nochmal, wie soll es denn erreicht werden? Wie wollen Sie denn erreichen, was Sie zum Beispiel in der zurückgewiesenen Kleinen Anfrage zum Ausdruck bringen und in der Sie Teile von Polen als von Polen verwaltete Gebiete Pommerns beschreiben? Wollen Sie in Polen einmarschieren? Wollen Sie vielleicht sagen, wir wollen Krieg? Oder wollen Sie, um jetzt den Kreis sozusagen zu diesem Antrag zu bekommen, wollen Sie erneut Vertreibung? Dann sagen Sie doch den Menschen, wohin es führt. Und wenn Sie es nicht tun, werden wir es machen. Wohin es führt, wenn Sie und Ihre zahlreichen vorbestraften Freunde in der NPD und den sogenannten Kameradschaften auch nur einen Funken Macht bekommen würden. Wohin das führen würde. Wir werden Sie zwingen, meine Herren, Farbe zu bekennen und Ihre tatsächlichen Absichten wirklich mal offen zu legen. Die Menschen sollen, und die werden es auch erfahren, dass Sie alles andere als die netten Jungs sozusagen von nebenan sind, die da mal eben so Kinderfeste organisieren und beim Renovieren von der Kita oder vom Jugendclub so richtig schön mit anfassen, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, zum Ende der Rede möchte ich deshalb, wie auch andere Kollegen aus anderen Fraktionen in der Vergangenheit, noch einmal deutlich machen, dass es der NPD-Fraktion mit ihren Anträgen, genau wie mit dem heutigen, eben genau nicht um das darin beschriebene Anliegen geht. Darum geht es überhaupt nicht. Nein, die NPD benutzt, oder soll ich es mal sagen, meine Herren, weil Sie ja mit dem Wort so besonders gut sich auskennen, missbraucht im von ihr bereits vor Monaten eingeläuteten Wahlkampf auch das Thema dieses Antrages, um abzulenken von den Tatsachen, die die Wahlentscheidungen der Menschen im Land massiv nämlich beeinflussen könnten. Die Rechtsextremisten von der NPD wollen mit allem, was sie tun, Engagement vortäuschen und zugleich ablenken von sich selbst. Rechtsextremisten, die, wie wir alle wissen, und auch ich werde nicht müde, dies immer wieder den Menschen auch im eigenen Land zu berichten, mehrheitlich mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind und von deutschen Gerichten auch dafür bestraft wurden. Und wieder wollen Sie, meine Herren von der NPD, davon ablenken, dass zum Beispiel Ihr Landesvorsitzender der NPD, Ihr parlamentarischer Geschäftsführer, Herr Stefan Köster, eben rechtskräftig wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt worden ist, weil er auf eine am Boden liegende Frau eingetreten hat. Das wollen Sie vergessen machen, Herr Köster. Und mein Kollege, der ehemalige Innenminister unseres Landes, Herr Dr. Timm, hat vor wenigen Monaten zu Recht darauf hingewiesen, dass die NPD kein Problem mit schweren und gemeingefährlichen Straftätern in den eigenen Reihen hat. Seien es führende Kader, Mitglieder, Mitarbeiter oder Mitglieder von sogenannten Kameradschaften. Ich möchte an dieser Stelle auch daran erinnern, dass der derzeitige NPD-Spitzenkandidat zum Beispiel in Sachsen-Anhalt, also jetzt ganz aktuell, wo sind die
dass dieser Spitzenkandidat aus Sachsen-Anhalt laut eines Berichtes des Berliner Tagesspiegel ganz aktuell von vorgestern, vom 16. März 2011, im Verdacht steht, im Internet eine Anleitung zum Bombenbau verbreitet zu haben. Das spricht Bände. Und das belegt einmal mehr, die NPD stellt sich selbst, Sie, meine Herren, stellen sich selbst ins Abseits, tritt Werte unserer Gesellschaft mit Füßen und schreckt ihnen vor Gewalt nicht zurück. Und der NPD, meine Herren, tut es einfach weh, wenn solche Dinge auch öffentlich bekannt gemacht werden, weil das nämlich Wähler abschrecken könnte. Und wohl deshalb wird der besagte Spitzenkandidat in Sachsen-Anhalt auch nicht müde, immer wieder zu behaupten, dass Medien und Vertreter der demokratischen Parteien die NPD immer böswillig in eine Nazi-Ecke abstellen würden. Mit einem Blick in Richtung Fenster sage ich dazu nur, niemand, niemand, wirklich niemand muss die NPD in diese Ecke stellen. Denn das tun Sie wunderbar, genau, Herr Köster, das tun Sie wunderbar und immer wieder selbst. So, und das für den parlamentarischen Geschäftsführer der NPD-Fraktion, nicht? Also für Sie, Herr Köster. Ich sprach also eben davon, auch für einen verurteilten Straftäter, der Sie sind. Die Mitglieder der Waffen-SS, für Sie sind das ja offenbar Helden. Das ist auch an Deutlichkeit, meine Damen und Herren, nicht zu überbieten. Das hatten wir gerade. Das sind für Sie Helden, meine Damen und Herren. Nein, noch einmal, niemand muss Sie in die Nazi-Ecke oder in die rechte Ecke stellen. Die Partei, Sie selbst, Sie haben sich dorthin gestellt. Und Sie fühlen sich offenbar an dieser Ecke auch noch ganz wohl. Ihre Hetze, meine Herren der NPD-Fraktion, atmet nicht nur den Geist des Nationalsozialismus. Nein, nach allem, was man hört, auch in diesem Land, arbeiten Sie und schulen Sie sich mit originalem NSDAP-Material. Und das geschieht hier in Mecklenburg-Vorpommern und wahrscheinlich auch in Sachsen-Anhalt. Meine Damen und Herren, für die demokratischen Fraktionen, für uns erkläre ich, und zwar für das Protokoll erneut, dass wir den Antrag auf Drucksache 5/4188 ablehnen werden. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Dankeschön. Dankeschön, Herr Abgeordneter Ringuth. Es hat jetzt das Wort für die Fraktion der NPD der Abgeordnete Müller. Bitte, Abgeordneter. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Ringuth, ich weiß ja nicht, zu welchem Antrag Sie gerade gesprochen haben. Der Antrag der NPD liegt vor auf Drucksache 5/4188, nationalen Gedenktag für die Opfer der Vertreibung einfordern. Inhaltlich, der Landtag möge beschließen, die Landesregierung wird beauftragt, sich mit Nachdruck bei der Bundesregierung für die Umsetzung des Beschlusses des Bundesrates vom Juli 2003 einzusetzen, in dem die Bundesregierung aufgefordert wurde, den 5. August zum nationalen Gedenktag für die Opfer von Vertreibung zu erklären. Ich habe Ihnen gerade gesagt, und zum Thema Waffen-SS sei noch so viel gesagt. Ich möchte ein Zitat bringen von Konrad Adenauer, Mitglied der CDU. Ich weiß schon längst, sagte einmal Konrad Adenauer, im Spiegel nachzulesen, Novemberausgabe 1967. Ich weiß schon längst, dass Sie Soldaten der Waffen-SS anständige Leute waren. So viel zu diesem Thema. Doch nun zurück zur Sachlichkeit. In der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Kultur und Medien des Deutschen Bundestages, Drucksache 17/4651 vom 7.2.2011, ist im Teil 5 Beratungsverlauf nachzulesen, welche Stellungnahmen die Fraktion zum Antrag auf die Schaffung eines nationalen Gedenktages für die Opfer von Vertreibung abgaben. Zitat: Die Fraktion, die SPD, urteilte, den vorgelegten Antrag sei befremdlich und überflüssig. Ich darf an dieser Stelle nochmal aus dem Buch von Heinz Schön zitieren, aus dem Buch Flucht aus Osteuropa. Hinsichtlich des Schicksals der Deutschen im besetzten Ostpreußen nach Kriegsende,
nach Kriegsende den Besatzern ihrer angestammten Heimat recht und schutzlos ausgeliefert, vom übrigen Deutschland abgeschnitten, von der Welt und allen Hilfs- und Menschenrechtsorganisationen vergessen und verlassen, erbarmungslos Krankheiten, Seuchen und dem Hungertod ausgeliefert, erlitten sie ein unsagbar schweres Schicksal. Zitat Ende. Allein in von Polen und Russen besetzten Ostpreußen kam in den Jahren 1945 bis 1948, also nach Kriegsende, weitere über 100.000 Menschen, besonders Frauen, Kinder, Kranke und Alte, unter brutalsten Umständen zu Tode. Hierzu nochmal Heinz Schön, Zitat: Es waren nicht die Deutschen, die diese Verbrechen verübten, sondern die zu den Siegern gehörenden Soldaten der Roten Armee, die zu Tätern wurden. Zitat Ende. Und hier noch einmal die Linke im Originalton. Die innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Ulla Jelpke, nannte die Flucht und Vertreibung am 5.8.2010 wörtlich, Zitat, die Aussiedlung der Deutschen aus den Staaten Osteuropas. Zitat Ende. Zynischer und widerwärtiger kann man über den Massenmord an Deutschen, kann man über die Flucht und Vertreibung der Deutschen aus ihrer angestammten deutschen Heimat nicht mehr reden. Die Deutschen, gerade auch die Opfer der Vertreibung, wurden ja angeblich befreit. Befreit von Hab und Gut und viele auch von ihrem Leben. In der Folge verlor das Deutsche Reich rund ein Drittel seines Staatsgebietes. Wir erinnern uns an die Entschließung des Bundesrates. Jedes Unrecht ist für sich alleine zu bewerten. In den 50er und 60er Jahren, als die Heimatvertriebenen ihre Erklärung abgaben, warben SPD, CDU und FDP nicht nur auf Wahlplakaten mit Parolen wie »Das ganze Deutschland soll es sein« oder auch mit »Verzicht ist Verrat«. Alles andere wäre von der Erlebnisgeneration auch nicht akzeptiert worden. Allesamt haben diese Parteien damals wie heute das eigene Volk nach Strich und Faden belogen und betrogen. Mit einer Kehrtwende um 180 Grad erzählen sie uns heute im wahrsten Sinne des Wortes, Herr Ringgut, eine andere Geschichte. Wer sich ihre lange Zeit vertretene Position noch heute im Rahmen der geschichtlichen Wahrheit zu eigen macht, wird von ihnen als Nazi diffamiert. Man weiß nicht, was einem hier mehr anwidern soll. Die Verlogenheit der in der BRD noch staatstragenden Parteien SPD, CDU und FDP? Oder doch die Umsiedlungsrhetorik jener, die für die damaligen Verbrechen der Roten Armee offenbar nur allzu gerne noch heute geistige Beihilfe leisten wollen? Von Leuten wie Ihnen, mit Ihrem Charakter, ist daher mit einer Zustimmung zu unserem Antrag nicht zu rechnen. Herr Ringgut, wo es an Charakter fehlt, ist Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit erst gar nicht zu erwarten. Im Namen meiner Fraktion fordere ich namentliche Abstimmung. Herr Abgeordneter Müller, Ihre persönlichen Angriffe gegenüber dem Abgeordneten Herrn Ringgut weise ich hier zurück.